Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir Atlantica abgeschlossen und jetzt haben wir das neueste Geschoss hier betreten. Und wer wartet da? Rico, und gegen den kämpfen wir jetzt und der macht uns jetzt platt. Ich meine, wir machen den platt. Komm her. Und der tut irgendwas vorbereiten. Okay, aua. Ich dachte, der wäre ein bisschen gefährlicher, was du da machst, aber okay. Leck mich. Leck mich, habe ich gesagt. Na, ja, das wird ein Nervgang. Hat. Du willst das hier spammen die ganze Zeit, okay. Und zu haben. Erstmal gehen wir. Boah, Rico, ehrlich. Die ganze Zeit. Wenn du jetzt eine Null einsetzen, ne? Diesen sinnlos überpowerten Angriff. Ich kann ihn noch mal einsetzen. Ja, die Magiekarten bringt es auf jeden Fall. Mann. Warte. Komm her. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hoppe die Poppy. Puff. Mann. Alter. Mann. Ja, das gibt's doch nicht. Alter, ich kann keinen Angriff von ihm ausweichen. Aua, hör auf damit. Alter. Alter, ich kann gegen den nichts machen, ja. Die geben mir andauernd auf die Nerven. Ey. Vor allem den sein Angriff. Ich krieg den nicht ausgewichen hier. Das war nicht gut. Restart. Ich habe so ein Gefühl, mit dieser blöden Strategie werde ich das nicht lange überleben. Was soll's. Komm mal her. Auf, um mich herumzukreisen. Oh, dieser Angriff, ne? Ich kann den nicht ausweichen. Oh, jetzt habe ich dich gleich. Komm her. Was? Rüstert. Komm her. Puff. Boah. Oh. Der war knapp. Das ist doch nicht wahr, ja. Vor allem die Kämpfe werden nicht einfacher von diesem Punkt aus. Ach. Muss mehr Kombination ansetzen. Die Strategie wird mir nicht ewig helfen. Oder ich muss mir viel mehr Vita in meinen Deck reinpacken. Too bad, Sora. You can fight me all you want, but I still won't remember a thing. Come on, Riku. Let's quit fighting. Let's go help Naminé. Together. Right. So like you. Sora, you're always trying to worm your way into my heart. Hold on. When did I ever do that?
Huh. You forgot that too? You never cared. It never mattered to you! You won't push me away. Okay. So lernen Magnetspirale. Ich muss mir einige Kombinationen jetzt zurechtlegen. Das wird nicht ewig funktionieren. Sobald du Rico ist, sich wieder zu erinnern, seid ihr nur wieder Freunde. Ja. Rico ist so stur. War er schon immer so? Ja. Den Bösen am Umbaumeln und so. Ach. Klingt wie etwas, was er macht. Does it hurt, Namine? Watching your two childhood friends fight, all because of you. You have my sympathies from the heart. But don't waste your time. We nobodies can never hope to be somebodies. Foreshadowing. Ich meine, ich habe nichts gesagt. I don't get it. Riku and I, we both want the same thing. Both of us want to help Namine out. How come we're fighting each other? Pubertät? I mean, Riku and I have argued about stuff in the past, but... Could be, because you care what happens to each other. Hmm. I really thought so, too. But... Maybe Riku doesn't. You can't give up your friends. Come together. Sora, Riku, and... What's her name? Unsere Helden. Hmm. It seems our memories are fading mighty fast. Sora, we gotta hurry. I bet Riku will come around if you just talk to him. You're right. We three were never apart. Me and Riku and Namine. Und Kairi. Oder? Hallo? Hallo? Bald sind wir nur noch drei sabberne Idioten, die sich gegenseitig angucken und sagen, wer bist du? Wer bist du? Hey, hab ich dich mal im Fernsehen gesehen, in diesem Cartoon? Ach, okay. Unsere Helden, ich kann es immer nur wieder betonen. Oh Mann. Okay. Hey, erstmal Goofy. Es wäre schön, Riku, dich und Namine wieder gemeinsam lachen zu sehen. Kai. Quack, komisch, genau, will mir einfach nicht einfallen. So, Nimmerland käme jetzt als nächstes, ne? Warte mal einen Moment noch. Wir haben im 8. Stockwerk, ne? Und wir öffnen jetzt das 9., ne? Ja. Okay. Ich weiß mal, wie viel Steckfeuer Keller hier hat. Vielleicht hat 13. Hm? So, Nimmerland. Auf und davon! Oh, hier werde ich Dings lernen. Gleiter, oder? Da muss ich nochmal zum Morgenwald und diese Truhe öffnen. Wahrscheinlich nicht mal was annähernd Gutes ist. Kann ich mal einen Gegenstand bekommen, der dauerhaft meine Abwehr oder irgendwie so erhöht? Damit das Spiel ein bisschen 100-mal einfacher wird oder so. Wo sind wir? Schiff. Ich meine, der Boden schwankt irgendwie so. Der Boden schwankt irgendwie so. Ich kann auch das Meer hören. Na klar, wir sind auf einem Schiff. Wenn einer sich mit Schiffen auskennt, dann Matrose Donald, ne? Wir müssen einen Weg runterfinden. Aber welchen Weg nehmen wir? Huah! Wer bist du?
Vielleicht versucht sie uns zu helfen. Du könntest recht haben. Okay. So, er lernt Gleiter. Okay, das ging relativ schnell. Und gerade weil er zu schnell ging, gehen wir jetzt nochmal zum 100 Morgenwald und tun diese Blödruhe jetzt, würde ich sagen. Klingt nach einer Idee? Ja, okay, gut. Und on screen, diese blöde Truhe, nur mal rausfindet, da nur Mist drin ist. Pass auf. Pass auf, das wird jetzt so gut, ne? Pass auf. Ich warpe mich zu dieser Welt. Warum ist das nur so langsam? Ich meine immer, diese normale Gleiteranimation war so blöde irgendwie. Wenn man mit Viereck gleitet, diese Gleite-Animation, die war gut. Weil es sieht irgendwie so, weiß ich nicht, so... so, irgendwie so komisch aus, ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nee, oh, gut, okay. Okay. Ah. Hier sind wir die ganzen Dinger. Mori-Punkte für umsonst. Wenigstens eine gute Sache hat diese Welt. Ah, ich glaube danach und dann nochmal danach und irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Nee, noch weiter. Da. Ich glaube, mehr erreichen wir heute gar nicht mehr. Ein Storyraum können wir, glaube ich, noch schaffen. Im Nimmerland. Und das war's dann. So, her damit. Wäre das nichts Gutes drin? Im Ultima oder irgendwie sowas. Examinator. In welcher Welt ist das denn? Okay. Vor allem die Sache ist, wenn man so ein Schlüsselschwert nicht schon mindestens einmal gehabt hat, dann kann man es nirgendwo woanders kriegen. Also wenn ich das, da ich das jetzt hier bekommen habe, kann ich das jetzt überall anders auch noch bekommen, glaube ich. So funktioniert das, glaube ich. Das heißt, ich hätte vorher diese Karte nicht bekommen können. Warte mal, gucken wir uns die mal an. Vielleicht ist ja richtig Schnuppe. Ja, Stichaufzeit A, Angriff C plus. Noch nichts über C plus, ehrlich. Muss ich ändern. Auf jeden Fall in Nimmerland trainieren. Da gibt es, glaube ich, keinen Gegner, der irgendwie Blitze absorbiert, ne? Boah, Entschuldigung. Okay. Was? Hallo? Okay. Ich musste diesen heiligen Baumstamm berühren, um weiterzugehen. Warum auch nicht? Gut. Dann. Zurück zum Nimmerland. Ich hätte gerne mal so eine Schatztruhenkarte. Wenn ich aber diese blöden Dinger öffnen kann hier. Da ist noch keine einzige gefunden, das gibt's doch irgendwie nicht. Da kann man die erst am Ende finden. Ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht, Mann. So, total. Fällt mir ein, wenn ich in einen Kampf hier, obwohl ich werde versuchen, alle Kämpfe aus dem Weg zu gehen. Ich tue nur Schatztruhen hier spawnen, also. Wenn wir die ganzen Gegner hier auf die Nerven gehen. Aber hier kann ich dann wieder trainieren. Will vielleicht die letzte Party nicht mehr aufnehmen. Mal gucken, weiß ich nicht. Mal schon. Mal schauen. Dann besten wir jetzt erstmal wieder eine Fähigkeit.
natürlich jemand immer als erstes, oder? Nähe dich hinter den amüsierten Gegner, der kurzzeitig betäubt ist. Okay. Da werden so kryptische Karten, die dafür notwendig sind. Bis jetzt gab es noch einen Weg, also. Mal einen Mogelshop wieder machen. Brauche neue Karten. Bräuchte Angriffskarten vielleicht, oder? Was bräuchte ich denn? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Oh, hi. Blitz. 6, ganz schlecht. Erst gehen wahrscheinlich sowieso wieder ein paar Mogi-Punkte und so bekommen. Hallo. Wer ist der kurz nieder, ne? Krieg schon ein neues Schlüsselschwert hier. Welches für diese Welt hier typisch ist. Keine Premium-Card von Cloud, Mann. Von dem Cloud, Mann. Das hat ganz linke. Turbo-Ether, Mega-Ether. Alle Magie-Arten. Schnell, dann setzt den Ladenzähler runter, zurück. Gut. Er könnte vielleicht nicht schlecht sein. Oh, okay. Lass mich ran, das ist nicht der Richtige, ne? Ne. Ne. Ja, nur eine Null. Also, nicht schlecht. Kein Problem, eigentlich. War nicht schlecht. Was? 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 Okay. Und da haben wir schon wieder Mogelpunkte. 50. Blitz. Okay, langsam. Ich habe schon ein bisschen genug von denen. Man kann nie genug Blitz haben. Wie gesagt, hier so, weiß ich nicht. Ja, da geht meine Null hin. Ja, noch eine, gut. Alles läuft nach Plan. Jetzt ist 3-4-mal der exakt gleiche Raum, ja. Ausgezeichnet. Na. Nein, nicht draufhauen. Nicht auf die Schatztruhe einschlagen, Sora. Stimmt mit dir nicht. Oh, nochmal Gravitas. Ein Gravitas, das ich in der Laterne gefunden habe, mehr wert ist als ein Gravitas aus einer Truhe. Oh, was Rotes, okay. Rüstert. So. Ich muss mal gucken, wie viele Raumkarten ich noch habe. So, Story, wofür birgst du dich? Ich mich oder sehen jetzt alle Räume inzwischen gleich aus? Ja. Hast du auch gemerkt, dass ich immer in den gleichen Raum spawne? Vielleicht gehen wir ja einfach im Kreis. Sie war echt keine Hilfe. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf gestoßen, Donald. Na, du weißt, was machst du denn? Hör mal. Du sollst die Piraten doch nicht mitbringen. Zurück, Piraten. Sonst wird das hier euer letzter Kampf. Sei nicht so unhöflich. Wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, weil... warum sind wir hier, Sora? Hä? Wo soll ich das wissen, Donald? Rufi, was meinst du? Gute Frage. Okay, okay, ich verstehe. Seid Idioten. Sora, Donald und Goofy, richtig? Die Piraten würden sich wohl kaum auf ihren eigenen Schiff verlaufen. Und ihr seid ziemlich witzig gekleidet. Geht das wieder los? Sagt der Typ in den grünen Strumpfhosen, ne? Warte, du dachtest also, wir wären Piraten? Dann muss das ein Piratenschiff sein. Richtig, ihr seid gefangen an Bord der Jolly Roger. Captain Nooks berüchtigsten Schiff. Wenn wir gefangen sind, dann bist du es auch.
Ich? Ich kann unsehen. Niemand im Peter Pan gefangen. Ich halte bloß den Ball flach, bis meine Stunde kommt. Was hast du vor? Die Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwie hier auf diesem Schiff sein. Irgendwo, meine ich. Ich hatte ja jedoch nicht so viele Wachen erwartet. Ich habe Naseweiß ausgeschickt, damit sie sich umsieht. Aber sie hat euch nur gefunden. Nur euch gefunden. Ich glaube, ich weiß, was Naseweiß vorhatte. Wenn wir alle genug Krach machen, können wir den Piraten ablenken. Schon wieder randalieren hier? Okay. Du hast wohl ihre Gedanken gelesen. Was sagst du, halten wir zusammen? Zumindest bis wir am Deck sind? Klar, warum nicht? Ich könnte Benny natürlich auch alleine retten, wenn ich wollte. Aber ihr drei seht aus, als wärt ihr ohne mich verloren. Hast du denn gar keine Manieren? Einfach niemand in Frage, der fliegen kann? Okay. So wie niemand in Frage stellt, warum wir unter Wasser atmen konnten. In der letzten Welt. Nur so nebenbei. Ich wünsche da keine Logikfehler oder so hier. Okay. Ein Spiel, wo ich mit einer Ente und mit einem übergroßen Hund durch die Gegend laufe. So, wir machen uns hier einen Speicherpunkt. Und chillen für den Rest des Parts hier. Die letzten Sekunden. Ich beende den Part dann hier und wir machen diese Welt dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Fertig. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.